liebe zukünftige Mitschülerinnen und Mitschüler, im Namen der berufsbildenden Schulen Rohrbach dürfen wir, Tristan und Hanna, Sie recht herzlich zum heutigen Schulinformationsfilm begrüßen. Was kommt alles auf Sie zu? Wir werden Ihnen heute einen Überblick über unser Bildungsangebot geben und Ihnen die verschiedenen Schwerpunkte und Schultypen zeigen. Des Weiteren zeigen wir Ihnen, für was wir an dem BBS Rohrbach stehen und wie wir lernen und arbeiten. Herr Direktor Hofrat Magister Berlinger wird den Informationsfilm einleiten und Ihnen die BBS Rohrbach vorstellen. Ja, was zeichnet unsere Schule, die berufsbildenden Schulen Rohrbach, besonders aus? Wir verfügen einerseits einmal über eine moderne Ausstattung im IT-Bereich, insbesondere etwa über 10 EDV-Säle, ein betriebswirtschaftliches Zentrum und etwa 14 Laptop-Klassen. Natürlich ist auch der wirtschaftliche Bereich sehr wichtig. So werden in allen Schultypen natürlich kaufmännische Inhalte vermittelt und so soll auch das Verständnis für Wirtschaft gefördert werden. Daneben kommt natürlich den Sprachen auch eine zentrale Bedeutung zu. Da geht es darum, dass einerseits neue Sprachen erlernt werden, aber auch Land und Leute kennengelernt werden. Unsere Schule ermöglicht auch nach Abschluss den Einstieg in Berufen im Bereich des Gesundheitswesens. Und wir bieten natürlich unseren Schülerinnen und Schülern nicht nur den klassischen Unterricht, sondern viel mehr darüber hinaus, denn es gilt das Schlagwort Schule ist mehr als Lernen. Wir haben viele gemütliche Sitzecken, wir haben viele gemütliche Arbeitsplätze und wir bieten auch mit verschiedenen Sportmöglichkeiten und Sporträumen hier ein ergänzendes Angebot. Und uns ist es auch ein besonderes Anliegen, die Talente und Stärken unserer Schülerinnen und Schüler zu fördern und zu unterstützen, sei es etwa durch Sprachzertifikate oder etwa Zertifikate im EDV-Bereich. Ich möchte Ihnen nun einen kleinen Überblick über unsere Bildungsangebote an unserer Schule geben. Beginnen wir mit der Handelsakademie. In der Handelsakademie bieten wir 3 unterschiedliche Ausbildungsangebote an. Das erste ist die HAK für Informations- und Kommunikationstechnologie sowie E-Business. Das zweite Angebot ist die HAK Digital Business, ein Angebot, das es neben uns nur ein zweites Mal in Oberösterreich gibt, in Vöcklabruck. Und der dritte Bereich, der Bereich der HAK Sprachen. Die HLW, auch ein 5-jähriges Bildungsangebot, das mit Reife- und Diplomprüfung abschließt, so wie in der HAK. Da bieten wir den Zweig Mediendesign sowie den Zweig aktives Gesundheitsmanagement an. Und die 3-jährige Fachschule, die mit einer Abschlussprüfung abschließt, da bieten wir einerseits den klassischen Bereich Hotellerie und Gastronomie als Schwerpunkt und andererseits den Bereich Mediengestaltung mit einer stärkeren EDV und kaufmännischen Vertiefung. Im HAK-Bereich gibt es neben den 3 Bildungsgängen auch die Möglichkeit, ein zusätzliches Package mitzubuchen, nämlich HAK plus Sport. In der Fachschule ist es möglich, bereits in dem Rahmen der 3. Klasse eine Berufsreifeprüfung aus Deutsch bzw. Englisch abzulegen. Ja, und was kommt nach der Ausbildung? Hier gibt es 2 klare Schienen. Einerseits kann man gleich in das Berufsleben einsteigen. Es steht die gesamte breite Palette an Berufsmöglichkeiten zur Verfügung, beginnend mit kaufmännischen Berufen, im EDV-Bereich, im Tourismus, aber auch die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Oder man geht einen weiteren Bildungsweg und besucht eine Universität, eine Fachhochschule oder eine pädagogische Hochschule oder etwa Ausbildungen im Sozialbereich. Besonders wichtig sind uns auch die Praktika, die in allen Schultypen vorgesehen sind. So findet etwa in der HAK ein 300-stündiges Praktikum statt zwischen Ende des 1. Jahrganges und Beginn des 5. Jahrganges. In der HLW gibt es zwischen dem Ende der 3. Klasse und dem Beginn der 4. Klasse ein 3-monatiges Pflichtpraktikum. Und in der Fachschule haben wir neben dem wöchentlichen Praxistag in der 2. Klasse zwischen der 2. und 3. Klasse ein 2-monatiges Praktikum. Hervorheben möchte ich auch noch, dass über Erasmus Plus auch der Besuch des Praktikums im Ausland möglich ist und hier eine deutliche finanzielle Unterstützung gewährt wird. Vielen Dank, Herr Direktor, für diese gute Einleitung. Nun stellen wir Ihnen die Zweige der Handelsakademie vor. Hola, bonjour, ciao, ahoy and hello. Bist du gut in Englisch und lernst du gerne Fremdsprachen? Merkst du dir schnell neue Wörter? Lernst du gerne neue Menschen kennen und bist du in andere Kulturen interessiert?
Redest du gerne mit anderen Menschen? Wenn du all diese Fragen mit Ja beantwortet hast, ist Tagsprachen der perfekte Zweig für dich. Frau Professor Atlasberger wird Ihnen diesen Schwerpunkt nun genauer vorstellen. Sprache als Schlüssel zur Welt. Tourismus, IT-Sektor, internationale Wirtschaftsunternehmen, Banken. In vielen Bereichen ist Englisch Konzernsprache. Aber auch viele heimische Unternehmen setzen auf Export. Die Globalisierung hat die Welt näher zusammengerückt und den Bedarf an Fremdsprachen erhöht. Und gerade im Berufsleben stellen die Fremdsprachen eine wichtige Schlüsselqualifikation dar. Worin besteht dein Plus in der Hacksprachen? Englisch ist ohne Zweifel die gefragteste Fremdsprache. Daher versuchen wir Englisch auch als Unterrichtssprache in anderen Gegenständen zu forcieren, um auf diese Weise das Vokabular kontinuierlich zu erweitern und verstärkt die Kommunikation in Englisch zu fördern. Die gewählte zweite lebende Fremdsprache wird vom 1. bis zum 5. Jahrgang unterrichtet. Das heißt, die Grundkenntnisse aus den ersten 3 Jahren werden vertieft, um das Matura-Niveau zu erreichen. Zudem bieten wir attraktive Zusatzangebote wie Zertifikatskurse und fördern auch die Teilnahme an Übersetzer- und Sprachwettbewerben. Außerdem besteht ab dem 3. Jahrgang die Möglichkeit, eine dritte Fremdsprache in den Grundzügen zu erlernen. Je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du Mensch. Das besagt ein slawisches Sprichwort. Das heißt, Fremdsprachenunterricht ist viel mehr als reiner Sprachunterricht. Er beinhaltet viele landes- und kulturkundliche Elemente, gibt Einblick in die Geschichte und in aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen. Sprachreisen und Kulturtage spielen in der Hacksprachen eine sehr wichtige Rolle. Auslandsaufenthalte helfen, Vorurteile abzubauen und vermitteln viel interkulturelles Wissen. Es tut gut, selbst einmal in die Rolle des Ausländers zu schlüpfen. Dabei wird das Selbstvertrauen gestärkt, die persönliche Einstellung verändert sich und neue Perspektiven werden geschaffen. Fremdsprachenerkenntnisse erleichtern Auslandssemester, Auslandspraktika oder freiwilligen Einsätze im späteren Berufsleben. Sie tragen viel zur Persönlichkeitsbildung bei. Vor allem aber kann Sprachenlernen sehr viel Spaß machen. Der zweite Schultyp, der Ihnen von uns präsentiert wird, heißt HAK, Informations- und Kommunikationstechnologie, kurz IKT genannt. Herr Professor Schütz wird Ihnen diesen vorstellen. Ja, danke. Ich darf Ihnen nun die HAK-IKT vorstellen. In der HAK-IKT, IKT steht für Informations- und Kommunikationstechnologie, erhalten die Schülerinnen und Schüler eine kombinierte Wirtschafts- und IT-Ausbildung. Es wird sehr anwendungsorientiert gearbeitet und die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst gut auf spätere Tätigkeiten in kaufmännischen Berufen vorbereitet werden. Da Englisch aus der Berufswelt nicht mehr wegzudenken ist, erhalten alle Schülerinnen und Schüler von der 1. bis 5. Klasse einen umfassenden Englischunterricht, einschließlich englischer Wirtschaftssprache. Als weitere Fremdsprachen werden von der 1. bis 3. Klasse Spanisch oder Französisch nach Wahl angeboten. Durch die fortschreitende Digitalisierung in der Arbeitswelt ist eine fundierte IT-Ausbildung erforderlich. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten daher ab dem 3. Jahrgang mit ihren eigenen Notebooks im Unterricht. Tätigkeiten wie zum Beispiel Dateimanagement, die Nutzung von Netzwerkdiensten, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder auch Bildbearbeitung werden so hin zur Routine. In den IT-bezogenen Unterrichtsfächern der HAK-IKT vermitteln wir den Schülerinnen und Schülern von der 3. Klasse bis zur 5. Klasse Fähigkeiten in nachfolgenden Bereichen: Social Media, Fotografie, Webdesign und CSS, Grafik und Design, Audio, Video und Animation, die Erstellung von CMS-basierten Websites sowie die Grundlagen
der Softwareentwicklung und des E-Business. Dabei achten wir immer auf die Anwendbarkeit im betrieblichen Umfeld, zum Beispiel Produktfotografie, die Erstellung von Werbe- und Imagevideos, die Planung und Durchführung von Social-Media-Kampagnen für Unternehmen, Flyer- und Prospekterstellung sowie die Erstellung von Webseiten für die Firmen- und Produktpräsentation. Alle diese Lerninhalte werden durch praktische Arbeiten, insbesondere auch durch die Diplomarbeit, vertieft. Die HackIKT, dein Weg zum Erfolg. Falls du Interesse am Programmieren hast und gerne mit Computern arbeitest, solltest du jetzt besonders gut aufpassen. Dein Herr Professor Haselgruber wird dir jetzt dein Schultyp Digital Business vorstellen. Vielen Dank. In der Hack Digital Business setzen wir neben einer fundierten Allgemeinbildung und der Vermittlung von Wirtschaftswissen den Schwerpunkt auf Design und Technik. Neben Office-Anwendungen vermitteln wir dir die Bereiche Programmierung, Internet, Multimedia und Content Management, Softwareentwicklung sowie Netzwerktechnik, praxisnah und projektorientiert. Besonders interessierte Schülerinnen und Schüler haben bei uns die Möglichkeit, ihre Kompetenzen in den Bereichen App- oder Spieleentwicklung im Rahmen von Freigegenständen zu vertiefen. Im E-Business Center erlernst du die Arbeit in einem Unternehmen unter Einsatz professioneller ERP-Systeme wie zum Beispiel SAP. In der Hack Digbiz lernst du mit Englisch eine lebende Fremdsprache und du arbeitest ab dem zweiten Jahrgang auf deinem eigenen Notebook. Ab der vierten Klasse arbeitest du gemeinsam im Team an deinem IT-Matura-Projekt in Zusammenarbeit mit einem regionalen Unternehmen. Nach der Hack Digbiz steht dir sowohl der direkte Berufseinstieg als auch der Besuch einer Universität oder Fachhochschule offen. Zudem hast du nach einschlägiger Berufspraxis die Möglichkeit, deinen Titel Ingenieur zu führen. Um etwas Bewegung in den Schulalltag zu bringen, bietet unsere Schule das Zusatzpaket Hack plus Sport an. Dies ermöglicht unseren Schülern, den Turnunterricht um zusätzliche Turnstunden zu erweitern. Näheres dazu erfahren Sie von Herrn Professor Karlsböck. Danke. Hack plus Sport. Hack plus Sport ist ein Zusatzangebot an der BBS Rohrbach, das von vielen Schülerinnen und Schülern sehr gerne angenommen wird. Alle Hack-Schülerinnen und Schüler können dieses Angebot buchen. Die Sportstunden konnten verdoppelt werden. Eine Sommersportwoche, eine Wintersportwoche und die Ausbildung zum Instruktor für Fitness und Animation, die den Schülern gute Berufseinstiegsmöglichkeiten gibt. Zusätzlich gibt es 7 Trainingssporttage in zahlreichen Projekten im Bereich Sport, Filmprojekten und bei diversen Meisterschaften, Landesmeisterschaften können sich die Schüler mit anderen Schulen messen. Unser Ziel ist, dass wir viele Sportlerinnen und Sportler zu großen Siegern machen. Viel Spaß an der Hack plus Sport Rohrbach. Weiter geht's jetzt mit dem humanberuflichen Schultypen in Form der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe oder kurz HLW genannt. Hier unterscheiden wir zwischen den 2 Vertiefungsbereichen HLW Mediendesign und HLW Aktives Gesundheitsmanagement. Näheres dazu erfahren Sie von Herr Professor Schöngruber. In der HLW erwartet unsere Schüler und Schülerinnen ein breites und vielfältiges Angebot. Es kann zwischen den Vertiefungsbereichen Mediendesign und AGM gewählt werden.
In beiden Zweigen der HLW wird im Küchen- und Restaurantmanagement-Unterricht besonders auf gesunde Ernährung Wert gelegt. Die Schüler und Schülerinnen erwerben in diesen praktischen Bereichen Schlüsselqualifikationen wie Organisationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, Teamfähigkeit und Serviceorientierung. Es stehen aber auch im Gegensatz zu HAK kreative Fächer wie Musik und bildnerische Erziehung auf dem Programm. Um die praktische Ausbildung zu vertiefen, arbeiten unsere HLW-Schülerinnen und Schüler oft bei internen und externen Veranstaltungen mit. Zwischen dem dritten und vierten Jahrgang wird ein dreimonatiges Pflichtpraktikum absolviert. Unsere Schülerinnen lernen dabei die Bereiche Küche und Service in einem Hotel, Restaurant oder einer Kuranstalt kennen. Sie haben dabei die Möglichkeit, die ersten eigenen Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Neben der praktischen Ausbildung wird aber auch eine fundierte wirtschaftliche Ausbildung in den Fächern Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement angeboten. In beiden Vertiefungsbereichen erwerben die Schülerinnen und Schüler auch digitale Kompetenzen im Bereich der Office-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint und Access. Nun zum Vertiefungsbereich Mediendesign. Der Vertiefungsbereich Mediendesign bietet, wie schon gesagt, eine fundierte wirtschaftliche Ausbildung. Eine Ausbildung als Restaurantfachfrau, Fachmann und vor allem eine vertiefende digitale Ausbildung, die später im Berufsleben in sehr vielen Bereichen eingesetzt werden kann. Dieser Zweig ist besonders für Schülerinnen und Schüler geeignet, die ihre Kreativität mit Hilfe des Computers ausleben wollen. Sie sollen Interesse an Grafik und Design mitbringen und gerne mit dem Computer arbeiten. Der Unterricht im Vertiefungsbereich wird größtenteils praktisch umgesetzt. Die Ausbildung Mediendesign ist eine optimale Vorbereitung für die spätere berufliche Tätigkeit. Besonders gerne werden unsere Absolventen in den Bereichen Werbung, Redaktion, Grafik und Design eingesetzt. Ebenso bietet dieser Vertiefungsbereich beste Voraussetzungen für eine Universität oder Fachhochschule im Informatik- oder Medienbereich. Was lernst du nun an der HLW Mediendesign? In der Mediendesign ist die zweite lebende Fremdsprache Spanisch. Die Bildbearbeitung und die Erstellung von professionellen Drucksorten wie Flyer, Inserate usw. wird praktisch mit den Adobe-Programmen Photoshop, Illustrator und InDesign umgesetzt. Diese Software wird auch von vielen Unternehmen und Werbeagenturen eingesetzt. Insbesondere im Bereich Foto- und Videogestaltung arbeiten die Jugendlichen sehr gerne. Beim Erstellen der Videos im Team mit den besten Freunden und Freundinnen haben die Schüler großen Spaß und erlernen, spielerisch die technischen Geräte zu beherrschen. Im Bereich Webdesign lernen die Schüler das professionelle Gestalten und Umsetzen von Websites. Die Webauftritte werden an Open-Source-Content-Management-Systeme wie WordPress, Typo3 oder Joomla angebunden. Damit der Umgang mit dem PC selbstverständlich wird, ist im Vertiefungsbereich Mediendesign das eigene Notebook ab dem zweiten Jahrgang ein ständiger Begleiter und wird auch in den anderen Unterrichtsgegenständen eingesetzt. Als Abgrenzung zur HAK-IKT und HAK-TIGBIS, die sich ebenfalls viel mit Fotografie, Video, Webseiten befassen, steht in der HLW Mediendesign das Ausdrücken der eigenen Kreativität am Computer im Vordergrund. Dies wird auch durch fächerübergreifende Projekte ausgiebig geübt. Ernährung, Bewegung und Gesundheitskompetenz. Diese Schlagworte beschreiben den Vertiefungsbereich aktives Gesundheitsmanagement. Weiteres davon erfahren Sie von Frau Kasperger. Du bist sportbegeistert und interessierst dich für Gesundheit und Ernährung. Du bist ein aktiver und kreativer Typ. Du hast Einfühlungsvermögen und Sinn für das Praktische. Und du möchtest später im Gesundheits- oder Sozialberuf tätig sein. Dann bist du in der HLW im Vertiefungsbereich AGM und Sport genau richtig. Ich möchte Ihnen nun die wichtigsten Inhalte in diesem Vertiefungsbereich kurz vorstellen.
Neben Englisch lernen die Schüler und Schülerinnen Französisch als zweite lebende Fremdsprache. Im Bereich Ernährung und Gesundheit werden viele theoretische Grundlagen vermittelt, um die Fachkompetenz zu stärken. In den vielen praktischen Unterrichtsfächern können die Schüler und Schülerinnen aber auch die eigene körperliche Fitness verbessern. Sie lernen die unterschiedlichsten Trainingssportarten kennen und können sich in Choreografien und Tänzen kreativ ausleben. Zusätzliche Sporttage machen diesen Vertiefungsbereich abwechslungsreich und spannend. Wir achten dabei auf eine kostengünstige Durchführung und wollen mit attraktiven Sportarten wie Drachenbootfahren, Wakeboarden und Carving begeistern und zum Sporttreiben anregen. Weiters erhalten die Schüler und Schülerinnen interessante Einblicke in die Bereiche Sportsponsoring und Eventmarketing. Für besonders Motivierte gibt es die Möglichkeit, Zusatzqualifikationen zu erwerben. Wir bieten in Zusammenarbeit mit der Bundessportakademie in Linz die Möglichkeit einer Ausbildung zum Instruktor für Fitness und Animation an. Noch nicht lange in unserem Schulsystem zu finden, ist der neue dreijährige Schultyp, den es österreichweit nur einmal hier in Rohrbach gibt, die Fachschule für wirtschaftliche Berufe und Dienstleistungsmanagement mit viel Praxisbezug. Bestens darüber informiert ist Herr Professor Hartmann, der uns darüber berichtet. Herzlichen Dank. Ich darf Ihnen nun die dreijährige Fachschule für Dienstleistungsmanagement näher bringen. Neben sehr vielen allgemeinbildenden Fächern wie Geografie, Geschichte, den Naturwissenschaften oder Psychologie gibt es hier eine fundierte Ausbildung im EDV-Bereich, natürlich auch im Bereich der kaufmännischen Gegenstände. Die Fremdsprache ist Englisch und etwas ganz Besonderes, Mathematik, gibt es nicht. Wir bieten zwei Vertiefungsbereiche an. Das ist auf der einen Seite die Mediengestaltung und Dienstleistungsmanagement, auf der anderen Seite Hotellerie und Gastronomie. Diese beiden Vertiefungsbereiche werde ich im Anschluss ein bisschen näher beschreiben. Eine Besonderheit in dieser Schule ist, dass in der zweiten Klasse der Praxistag ansteht. Unsere Schülerinnen und Schüler besuchen hier heimische Betriebe und lernen so das Berufsleben näher kennen. Am Ende dieser Schullaufbahn sind unsere Schülerinnen und Schüler Bürokauffrau oder Bürokaufmann beziehungsweise Restaurantfachfrau oder Restaurantfachmann. Viele Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten stehen anschließend offen. Ich möchte nun diese beiden Bereiche näher beschreiben und komme vorerst einmal zum Medienbereich. Hier ist es unsere Aufgabe, eine profunde Ausbildung so zu gestalten, dass unseren Schülerinnen und Schülern es die Möglichkeit geben wird, Folder zu erstellen, Plakate perfekt zu gestalten, aber auch Webseiten zu programmieren. Im Bereich der Hotellerie und Gastronomie gelingt es unseren Schülerinnen und Schülern, für die verschiedensten Anlässe Speisen zuzubereiten, eine perfekte Gäste- und Kundenbetreuung zu haben und natürlich auch das Thema nachhaltige Ernährung aufzunehmen. Ja, am Ende dieser dreijährigen Ausbildung gibt es zwei wesentliche Möglichkeiten. Auf der einen Seite direkt ein Einstieg ins Berufsleben, sei es im Büro, sei es im Bereich der Mediengestaltung, sei es aber auch im sozialen Bereich. Viele unserer Absolventen entscheiden sich aber auch, eine Fort- und Weiterbildung durchzuführen, entweder im Bereich der Berufsreifeprüfung oder des Aufbaulehrgangs, oder sie besuchen, sehr viele sogar, die Gesund- und Krankenpflegeschule. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die dreijährige Fachschule für Dienstleistungsmanagement geben. Dankeschön. Zum Schluss berichtet unsere Bildungsberaterin Frau Hammer über die Anmeldung und über weitere Informationsangebote. Die Anmeldung findet in der Zeit von 28. Februar bis 11. März statt. Das Anmeldeformular können Sie sich online von unserer Homepage herunterladen, beziehungsweise es ist auch am Infopoint in der Schule erhältlich. Wie findet der Anmeldeprozess statt? Für die Anmeldung bitten wir Sie, Folgendes mitzubringen: den ausgefüllten Anmeldebogen,
die Geburtsurkunde in Kopie, einen Staatsbürgerschaftsnachweis oder den Pass in Kopie, die Schulnachricht des ersten Semesters. Bis 1. Juli 2022 bitten wir Sie, die Schulerfolgsbestätigung der derzeit besuchten Schule vorzulegen. Und von 11. Juli bis 13. Juli bitten wir Sie um Abgabe des Originalzeugnisses. Dieses entscheidet dann über die endgültige Aufnahme. Die Aufnahmebedingungen für Hack und HLW für die 5-jährige Schule. Haben Sie einen positiven Abschluss einer AHS oder einer polytechnischen Schule oder der Mittelschule mit Standard AHS oder Standard mit Note sehr gut und gut, so brauchen Sie keine Aufnahmeprüfung. Haben Sie in der Mittelschule die Note befriedigend und genügend im Standard, so ist eine Aufnahmeprüfung in den Gegenständen Deutsch, Mathematik oder Fremdsprache notwendig. Wenn Sie die 3-jährige Schule, die Fachschule für Dienstleistungsmanagement, besuchen, brauchen Sie einen positiven Abschluss einer AHS oder den positiven Abschluss der polytechnischen Schule oder Standard AHS, eine positive Beurteilung oder Standard mit der Note sehr gut, gut oder befriedigend. Haben Sie in der Mittelschule Standard, dann mit der Note genügend, dann brauchen Sie eine Aufnahmeprüfung in Deutsch, Mathematik und Fremdsprache. Möchten Sie noch weitere Informationen, so bieten die Schnuppertage Ihnen einen Einblick in den Schulalltag und in die verschiedenen Unterrichtsgegenstände. Und wenn Sie unsere Website besuchen, finden Sie alle Unterlagen auch digital. Natürlich stehen unsere Bildungsberater jederzeit zur Verfügung. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.